Und er geht auch noch rein hier. Sehr schön. Ach, ist das gut, ey. Leute, ich bin hier schon wieder schön am Spinning und endlich mal wieder mit dem Spinning Main. Mit dem Spinning Main Level 23. Fast vergessen. Den guten alten Zweitaccount. Leute, 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 jetzt aber hier. Es wird mal wieder Zeit, nachdem ich jetzt hier die letzten Wochen ausgiebig wieder auf dem Hauptaccount unterwegs war, um da natürlich mächtig Silber zu machen. Falls dann doch mal das neue Gewässer dann irgendwie kommt, mit möglicherweise neuen Angel-Setups und Ködern und sowas, dass ich da ausreichend Kohle habe. Deswegen musste ich ja in den letzten Wochen ein bisschen mehr Gas geben auf dem Hauptaccount. Tja, jetzt geht's aber endlich mal wieder los hier mit dem Kleinen. Endlich mal wieder schön Spinning. Und was mir sofort aufgefallen ist, und es macht direkt Bock, die Auswahl an Ködern, die ich so im Inventar schon habe, mit diesem total spezialisierten Account, das alleine macht schon Bock. Leck mich fett. Also ich kann hingehen, wo ich will. Ich habe einfach von den Ködern, die ich mir geholt habe, immer die gesamte Range gekauft. Immer alles, was man so braucht, sozusagen. Wir können mal kurz reingucken. Kunstköder. Und dann sieht man einfach immer direkt die ganze Auswahl. Das gesamte Set. Zack, 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 zack. Einfach schön durchgezogen. Und ja, ich sag mal, ja gut, bei manchen wird es halt sehr teuer. Aber auch bei ein paar günstigeren einfach mal da wieder die ganze Reihe durchgezogen. Hier die Topwater, die ganze Reihe durchgezogen. Zack, 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 zack. Und mit dieser Auswahl an Ködern, hoppala, dabei ist einfach der nächste Hecht hier dran, Alter. Und schon wieder einer mit 3,8. Ist doch der Hammer. Das ist aber mal eine Serie hier. In 5 Minuten 3 Hechte. Wir müssen erstmal schnell gucken, ob vielleicht gerade noch ein Kaffeeauftrag drin ist. Hallo, was geht denn ab hier? Schauen wir mal eben ins Café. Ich bin gerade hier eingeloggt, habe mir gedacht, komm, Alter, ziehst du mal ein bisschen was raus. Nee, Kaffeeauftrag, gerade keine Hechte drin, aber hier laufen gleich ein paar Sachen ab. Das ist gut. Das heißt, ich kann hier noch schön weiter rumangeln und mein Glück weiter versuchen. Ich stand hier gestern Abend ganz kurz und habe mir gedacht, ja komm, testest du mal ein bisschen. Ich wollte nicht so weit rumlatschen. Und da habe ich mir gedacht, komm, ziehst du hier mal so ein bisschen durch. Und ich stehe jetzt hier und twitche einfach so ein bisschen rum. Ganz leichtes Zuppeln hier immer nur. Und das war gestern Abend schon ganz gut. Und jetzt gerade beim Regen hier. Mega, ging sofort richtig gut los. Was hatte ich denn hier gestern noch dran? Zack, der nächste. Ich hatte hier Döbel dran. Ich hatte natürlich Barsch dran. Da ist er schon. Der Barsch. Ich habe da Hechte natürlich gefangen, einige Hechte und auch Rapfen. Und das war schon ziemlich geil. Hatte ich ja schon irgendwie Bock drauf. Und das alles, wie gesagt, hier entspannt. Also einloggen, paar Meter runterlaufen hier, mal eben so zum Anleger und hier rübergeworfen, durchgetwitcht und abgedet, finde ich gut. Finde ich super, da muss man nicht weit rumrennen, da muss man nicht weit irgendwie was suchen. Und dann kann man hier einfach ein bisschen entspannt was durchziehen und rausziehen vor allem. Das ist ja das Wichtige. So. Ja, und wie mache ich das hier? Ihr seht ja unten da die Anzeige mit dem Twitchen steht. Oha. Also erstmal. Oh, nochmal neu. Erstmal raus damit. Geht auch ruhig ein bisschen weiter. Man kann den auch noch ein bisschen treiben lassen. Den Köder. Einholgeschwindigkeit 40, 45 oder auch mal eine 50 kann man auch machen. Und dann immer diese kleine
Bewegung. Zack. Also mit gedrückter Shift-Taste. Ich habe Shift gedrückt, schnelles Einkurbeln. Und dann zack. Warten. Warten. Kurbeln. Na, immer ein bisschen warten. Funktioniert mit den F-Baits. What? F-Baits? Ja. Gucken wir gleich mal eben rein. Ich ziehe nochmal einmal hier durch. Immer schön eine Line durchziehen, weil es sein kann, dass dann quasi erst zum Ende hin, nachdem man hier einmal schön durchgezogen hat, dann erst der Biss kommt. Deswegen immer schön durchziehen. Ah, jetzt war die Unterbrechung. Und im Idealfall ohne Unterbrechung. Und auch nicht hetzen lassen. Da ist einer dran, jawohl. Und auch nicht hetzen lassen. Nochmal ein kleiner Hecht. Naja, die Kleinen, die ballern natürlich auch gerne mal rein. Und auch, was mir aufgefallen ist, hier vorne, so, mehrfach so in diesem Bereich auch hier. Also wenn man auf einmal so die letzten Zuckungen macht, da sind mir gestern zwei, drei, einfach kurz vor Ende an den Booten noch. Ich habe schon wieder rausgezogen, zack, da sehe ich die wieder wegschwimmen. Also hier lohnt es sich tatsächlich auch weiter durchzuziehen. Köder, gucken wir mal eben kurz rein ins Setup. Das ist das gute Setup jetzt hier vom Spinning Main. Das heißt die Super Duty CST 78H mit 24 Kilo Tragfähigkeit, ausbaufähig das Gerät. Das heißt, wenn ich dann irgendwann später eine stärkere Rolle habe, kann ich diese 24 Kilo natürlich auch komplett ausnutzen. 70 Kilo Schnur drauf. 35 Kilo Vorfach drauf. Ihr wisst, Shittigall Vorfach ist einfach nur drauf jetzt. Also hier ist es jetzt gerade nicht wichtig, dass das Setup gut und richtig zusammengebaut ist. Mir ist jetzt hier im Moment wichtig mit dem 35 Kilo Fluorocarbon Vorfach, dass mir die Hechte die Schnur nicht durchbeißen. Deswegen das dicke Gerät. Der Köder ist hier der Funky Minnow. Ganz normal, ohne Puschelhaken als Standard. Wenn ihr da bessere Haken drauf machen wollt, ja. Ich kann mir das im Moment noch nicht leisten. Ich bin Anfänger mit Level 23. Ich habe keine Kohle für Premium-Haken. Ich habe nur Kohle für besseres Setup. Das heißt, sparen, sparen, sparen. Maximal in Köder investieren. Und weiter sparen auf besseres Setup. Nichts trinken, wenn es geht, nichts saufen, wenn es geht, nicht viel hin und her fahren, weil das kostet auch immer Geld, es sei denn, ich habe die Kohle schon wieder reingeangelt und sparen bis zum Erbrechen. Sonst schafft man es halt nicht, oder dass man halt rechtzeitig irgendwie besseres Setup hat. Die Routen und die Rollen vor allem, die werden halt mit der Zeit immer wieder teurer, von daher sparen. So, mit der Cymon CM3Z50 bin ich jetzt gerade hier unterwegs. 13 Kilo Bremse ist sehr gut zurzeit, funktioniert sehr gut. Hatte ich jetzt zuletzt frisch repariert. Das kommt ja auch noch dazu, wenn man die ganze Zeit mit den Dingern unterwegs ist, dann muss man das Ding auch irgendwann reparieren. Okay, hatte ich nicht repariert. Stimmt, ich hatte die Light repariert. Die Light hatte ich nämlich hier abgeholt. Und die war in der Reparatur. Das Teil war richtig durch. Alter. Aber es bleibt halt nicht aus, ne? Wenn man Spinning rauf und runter macht, nichts anderes. Zack. Alter, da geht nochmal einer rein. Schön. Auch. Oh, Zander. Den habe ich gerade vergessen in der Aufzählung. Zander hatte ich auch ein paar dran. Richtig. Und das ist natürlich auch gerade gut jetzt hier in den Abendstunden. Wenn der Hecht nämlich dann weg ist, so langsam, hat man eben noch Chance auf Zander. Sehr gut, ey. Ach, sehr gut. Also von der Stelle her echt zufrieden gerade. Echt zufrieden. Wie gesagt, immer schön dieses Reintwitschen hier so ein bisschen. Zap, zap, zap. Auch manchmal wieder so ein bisschen treiben lassen. Ich war bei den F-Ködern stehen geblieben. Die F-Köder deswegen, weil die halt wieder, ihr seht das, die kommen halt wieder hoch. Die kommen hoch. Und dann flüpp, da oben liegt er jetzt an der Oberfläche. Und jedes Mal, wenn man so ein bisschen zuppelt, schießen die halt wieder runter. Zack.
Und das deswegen eben mit schnellen Einkurbeln. Füpp. Und dann geht er wieder hoch und füpp und geht wieder hoch und schon hat man das Twitchen. That's it. Das ist einfach das Simpelste, die simpelste Art und Weise, wie man das Twitchen machen kann. Man kann Twitchen nicht nur, wenn man nicht einkurbelt. Ich könnte ja die ganze Zeit hier stehen, die Strömung zieht da schön weg und ich mache einfach rechte Maustaste. Dadurch kommt dann nicht dieses Twitchen zustande. Man muss kurbeln. Man kann zwar ein ganz bisschen drehen und dann die rechte Maustaste machen, aber man muss immer so ein bisschen drehen. Das heißt, auch wenn ihr mal so ein bisschen rumspielt und den Köder einfach mal so am Boot entlang so ein bisschen durchziehen wollt, auch an anderen Gewässern, immer so ein bisschen kurbeln. Auch wenn es nur ein ganz bisschen ist, man muss halt die Schnur immer so ein bisschen bewegen fürs Game, damit dann wieder dieses Twitchen reinkommt, die Führung richtig funktioniert. Dann lüppt das auch. So. Jetzt erstmal weiter durchangeln. Es kann sein, dass es jetzt hier in der Nacht ein bisschen mau wird. Vielleicht teste ich auch gleich nochmal mit dem anderen. Gucken wir mal eben. Ich hatte das Set ja zweimal. Vielleicht teste ich auch gleich nochmal mit Jig. Schön Jig auf Wels oder sowas. Fällt mir gerade ein. Könnte man auch mal machen. Ich baller mal raus hier. Und dann jiggen wir einfach mal hier so ein bisschen durch. Wie auch immer, ich werde hier noch ein bisschen was rausziehen und dann gucken wir uns das gleich mal an. Das ganze Spektakel, ob es sich dann auch überhaupt lohnt, was er hier erzählt. Bis gleich. Alter. Alter, und ich habe es gerade noch gesagt, ne? Ich habe es gerade noch gesagt, ob es sich überhaupt lohnt, Alter. Oh. 5, 6 Mal jetzt hier rumgekurbelt. Ich hatte noch nicht mal richtig die Jig-Führung drin. Es hat noch nicht mal richtig gejiggt. Alter. Und auf einmal macht es Ruck. Habe ich gar nicht jetzt mit gerechnet, ey. Sehr schön. Kann man natürlich auch gut machen hier, ey. Aber da, aufpasse, ey. Wenn ich mir jetzt überlege, hier wäre ein richtig dicker Wels dran. Ich weiß gar nicht, ob ich da Bock drauf habe. Aber so ein paar kleinere. Kleinere kann man noch ziehen. Vielleicht ist es aber auch ein Zander, das wäre auch nicht schlecht. Schön Zander nochmal auf Jig in der Nacht. Was haben wir denn da, ey? Das ist ein Wels, ne? Ja, guck mal. Guck dir das an, Alter. Schön! 6, 7 Kilo? 8 Kilo sogar. 8 Kilo Wels? Was bringt der denn? 13 Tacken, oder? Kannst du doch schon nicht meckern. Für mal eben rausgezogen. Das ist doch mal ein entspannt gezogener Fisch. Das ist ja ein Ding hier, ey. Wie gesagt, gerade, ich hab noch nicht mal so richtig. Erstmal absinken lassen. Ich hatte noch nicht mal die Jig-Führung richtig drin. Da ballert der rein. Ja, gerne mehr davon, ey. Jetzt haben wir die Jig-Führung endlich. Und da geht er direkt wieder rein, Alter. Ha? Ja. Warum denn nicht? Warum denn nicht in der Gewichtsklasse? Kann man doch machen, ey. Hecht. Hecht am Tag. Kleine Welse in der Nacht. Och, da bin ich jetzt aber ganz zufrieden mit, ey. Wie gesagt, vor allem von der Kohle her, das ist doch gar nicht so schlecht. Kann sich doch sehen lassen, ey. Oder Quappen, vielleicht gehen auch noch. Guck mal da, 3 Kilo. Vielleicht gehen noch ein paar Quappen rein, ey. So, ausprobieren auf jeden Fall. Weitermachen. Bis gleich. So, die Nacht ist durch. Und wir haben es 5 Uhr oder ja gleich schon 6 Uhr. So langsam könnte es auch wieder losgehen hier mit den Hechten und allem anderen, was hier so aktiv und aggressiv auf die Köder reinrasselt. Wir hatten in den letzten Tagen im Stream nochmal so die Diskussion und die Überlegung, was denn wohl besser ist von der Übersetzung her für Spinning-Routen bzw. Rollen. Und da hieß es dann ja, so im Real Life eher mit einer 5-Komma-Übersetzung.
Man will langsamer, weniger Schnur einkurbeln. Ich habe das jetzt hier gerade im schönen Vergleich einmal mit dem Hauptaccount mit einer Rolle von eine Simon-Rolle mit 7, irgendwas. Und jetzt hier gerade die Simon mit, hoppala, da, Details, mit einer Übersetzung von 5,3. Ich kann sagen, schneller macht mehr Spaß. Wenn ich mir überlege oder wenn ich mir vom Gefühl her hier das ins Twitchen gehe oder ins Jiggen gehe und ich muss zum Teil zweimal kurbeln, damit die Jig-Führung funktioniert, dann ist das schon oder kann das schon ein bisschen. Ich meine, das ist natürlich eine Sache der Gewohnheit, aber es ist schon ein bisschen räudiger. Also man kommt. Ich muss hier zum Beispiel auch die Geschwindigkeiten auf dieser Rolle deutlich höher stellen. Das hatte ich ja vor Wochen auch schon gesagt, dass sich das alles ganz anders anfühlt hier mit der Rolle. Es ist nicht so easy wie mit der höheren Übersetzung hier in die verschiedenen Führungen zu kommen. Also entweder deutlich höhere Geschwindigkeit eingestellt, wie gesagt, jetzt hier mit einer 45. Normalerweise würde ich das jetzt hier gar nicht so hoch drehen. Auch beim Jiggen gerade, ich hatte gerade Kickback nochmal probiert, da muss ich tatsächlich zweimal kurbeln, bis ich da überhaupt dann in die Jig-Führung komme. Es ist ein bisschen tricky. Also mein Favorit, auf jeden Fall eine höhere Übersetzung im Game. Ob das jetzt im Real Life nicht ideal ist oder ob man das nicht so macht, ist mir shittigall. Im Game ist es wesentlich angenehmer mit einer höheren Übersetzung als mit so einer 5-Komma-Übersetzung. Werde ich auch demnächst nochmal drauf achten, wenn ich jetzt mir die nächste. Oh, guck mal, ein Döbel. Schön. Wenn ich mir die nächste Rolle hole, dass da ordentlich Speed drauf ist. Einfach für den Spaß. Was haben wir denn jetzt von der Zeit her? Ach, guck mal, halbe Stunde schon durch. Dann gucken wir doch mal gleich eben rein. In den Kescher. Den nehmen wir nochmal eben mit hier, den Hecht. Wobei das natürlich jetzt gerade eine Idealzeit ist hier fürs Hechtkloppen. Schön in den Morgenstunden immer. Oh, 4, noch was. Komm, einen will ich noch. Hechtkloppen macht einfach zu sehr Bock. Ja, ideale Zeit. In der Nacht waren es 3 Wälse jetzt gerade. Gucken wir gleich nochmal eben rein. War gut. Ich zeige auch gleich nochmal eben kurz die Köder, die funktioniert haben. Ich hatte dann nochmal probiert ein bisschen eine andere Montage und einen anderen Köder vorher auch nochmal, eine andere Farbe. Die haben beide nicht funktioniert. Aber das kann natürlich jetzt auch ein bisschen Tagesform oder Wochenform abhängig sein, je nachdem, wann du dann das Video gerade siehst. Kann das sein, dass da wieder eine ganz andere Farbe funktioniert. Aber grob die Art vom Köder und so, da gucken wir gleich nochmal eben rein. Ja, ich bin jetzt hier kurz vor Level 24, sehe ich auch schon. So ganz viel, sieht man das? Oh, nicht so ganz. So ganz viel brauche ich nicht mehr. 0,9 Millionen ist das Ziel und ich bin bei 0,84. Das heißt, in den nächsten Tagen wird es hier wieder rasseln und dann ist Level 24 angesagt. Dann geht es auch langsam mal weiter. Wobei das nächste Setup her für Spinning erst im Bereich von Level 26 kommt. Da geht es dann erst in die größeren Routen und Rollen. So, gucken wir mal eben rein jetzt hier. Also, das ist die Ausbeute. 34 Minuten. 34 Minuten, 137 Silber in den Abendstunden und in der Nacht. Ich gehe gleich schnell wieder zurück, weil tagsüber ist es wesentlich besser. Morgenstunden, dann ist Mittag vielleicht ein bisschen Flaute und dann geht es in die Abendstunden wieder rein.
Aber wichtig, gucken wir uns das noch mal eben schnell an. Das war, nee, das war es nicht. Das hier unten war der Welsköder. 110 Linz Twist, der Twister 110002. Damit ging es gerade auf den Wels. Hier hatte ich jetzt gerade noch mal ein bisschen auf Barsch auch probiert. Die sind so jetzt gerade nicht reingerasselt auf der Kickback. Und das hier ist das Setup, mit dem ich eigentlich die ganze Zeit hier unterwegs bin. Blast Funky Minnow in, ja, F, da haben wir es. Das F, das ist halt diese F-Serie. F11, nicht S. Die S, die sinken halt runter und bleiben unten. Man will halt die F, die wieder hochgehen, die schwimmenden. Und damit dann schön durchziehen hier. Weitermachen. Petri, ihr Lieben, zieht raus die Brocken. Und wir sehen uns dann das nächste Mal im Livestream oder auf YouTube hier gleich im nächsten Video. Petri.